Hallo. Hallo. Herzlich willkommen zu unserem Vortrag Stadt, Land, Leben retten. Mit dem Mobilfunk der fünften Generation die Rettungskette stärken. Mein Name ist Patrick Treves, ich bin Senior Project Manager bei der Excellent GmbH und mit mir heute zusammen ist die Karin Leude, Fraunhofer IES, Technology Advisor. 5G, ein neuer Mobilfunkstandard hält Einzug in Deutschland und man fragt sich eigentlich, was man damit eigentlich anfangen soll, außer sehr schnellem Internet. Und das wollen wir jetzt in dem Vortrag ein Stück weit beleuchten. Wir haben ein Forschungsprojekt gestartet mit sehr vielen Projektpartnern in Ulm, um Ulm und um Ulm herum. Die Stadt Ulm ist der Konsortialführer, gemeinsam mit den beiden Nachbarlandkreisen, dem Donaukreis auf der baden-württembergischen Seite und dem Landkreis Neu-Ulm auf der bayerischen Seite. Das heißt also zwei Länder, drei Gebietskörperschaften. Und einer guten Mischung aus kleinen und größeren Unternehmen und Forschungseinrichtungen, die sich verschiedenen Aspekten jetzt innerhalb dieses 5G-Rettungsbürgerprojektes widmen. Es sind kleine Unternehmen wie die Accelernet und die BOS Connect dabei, es sind Forschungseinrichtungen dabei wie die Uni Stuttgart oder Fraunhofer, aber auch größere Unternehmen wie die Frequentis oder die Nokia. Wir haben Spezialisten für Drohnen, die German Drones, oder auch für die Sprachverarbeitung, die Simpadoc dabei und für die Lage, für Lagesysteme, die Eurocommand. Genau, also gefördert ist das Ganze vom Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur. Genau, 5G ist mein Thema. Ich habe schon gesagt, Fraunhofer IES, wir machen Entwicklung im Bereich 5G, deswegen übernehme ich jetzt diesen Part. Das Schöne an 5G ist, dass wir da auf einen Standard aufsetzen, der jetzt schon 40 Jahre Entwicklung hinter sich hat. Es fing in den 80er Jahren an mit dem 1G-Standard und wir sind jetzt bei 5G und wir werden uns auch wie alle anderen Folgestandards ungefähr 10 Jahre begleiten. Wichtig ist, dass 5G nicht das eine 5G ist, sondern 5G wird sich jetzt in den nächsten Jahren von Release zu Release verbessern. Was wir aktuell sehen, ist der Release 15, das heißt, das sind erst die ersten Features. Der Entwicklungspfad hat eigentlich drei Hauptwege, die gegangen werden. Das ist einmal das Enhanced Mobile Broadband, das heißt die erhöhte Datendurchsatz. Das ist das, was man jetzt auch in den letzten, in den ersten Releases sieht. Was des Weiteren kommt, ist Ultra-Reliable Low-Latency Communication, das heißt eine sehr verlässlich, sehr gering latente Kommunikation und das Thema Massive Machine Type Communication. Das heißt, dass wir sehr viele Sensoren, sehr viele Endgeräte einbinden können. Um hier mal eine Zahl zu nennen, 1 Million Sensoren oder Endgeräte auf 1 Quadratkilometer. Das sind aber nur drei Aspekte. Es kommen sehr viele weitere Aspekte zum Tragen, die auch in dem Projekt sehr wichtig sind. Das eine ist, 5G wird Positioning mit sich bringen. Nicht durch Zusatztechnologien, sondern wirklich im Netz. Dort werden Laufzeiten, Winkelmessungen etc. genutzt. Wichtig ist, dieses Positioning wird auch von Release zu Release genauer. Wenn wir jetzt aktuell bei einigen Metern sind, so werden wir mit dem Release 16 schon in den Meterbereich kommen und mit höheren Releases in speziellen Infrastrukturen auch in den unter 1 Meter Bereich. Dann ist wichtig, werden wir nachher auch sehen, das Thema Cycling. Das heißt, dass sich Geräte untereinander Daten austauschen können, kommunizieren können, auch wenn kein Netz zum Beispiel verfügbar ist. Und das Thema Edge Computing, das heißt, dass ich sehr nah an der Anwendung etwas rechnen kann. Das werden wir nachher in den Anwendungen sehen, ist ein ganz wichtiger Aspekt. Gut. Und als wir mit dem Projekt gestartet sind, als wir uns da Gedanken dazu gemacht haben, haben wir uns mal in die Rolle des Feuerwehrmanns reinversetzt. Und der sagt, und was heißt das jetzt für mich? Ich will doch eigentlich nur Feuer ausmachen und da brauche ich Wasser dafür. Da brauche ich kein 5G, da brauche ich keine Kommunikation, da brauche ich nichts, ich brauche Wasser. Also haben wir uns am Anfang zusammengesetzt mit Praktikern, mit Einsatzkräften und haben gesagt, liebe Leute, wie sieht denn das aus? Was ist denn das, was ihr gerade braucht im Bereich der Kommunikation? Und so kamen wir auf die Rettungskette und wir sagen, wir haben Probleme im Bereich des Notrufes, wir haben Probleme im Bereich der Ersten Hilfe und wir haben Probleme, wenn wir selber rausfahren, haben wir gewisse Schwierigkeiten, da könnten wir Unterstützung durch schnelle, verlässliche Kommunikation bekommen. Und so kommen wir jetzt eigentlich steigen wir mal in das Projekt ein Stück weit ein. Ich erzähle mal so ein bisschen, wie wir diese Rettungskette stärken. Rettungskette, gutes Beispiel oder gutes Stichwort. Kennt jeder aus dem Erste-Hilfe-Kurs die Rettungskette, die bei den lebensrettenden Sofortmaßnahmen anfängt und am Ende im Krankenhaus endet. Wir haben uns diese Glieder einfach mal angeschaut und haben gesagt, wir picken uns da mal drei raus. Wir picken uns den Notruf raus, wir picken uns die Erste Hilfe raus und wir picken uns die professionelle Hilfeleistung, die Einsatzkräfte raus. Und schauen, wie können wir in diesen drei Gliedern Verbesserungen machen, sodass diese Glieder gestärkt werden. Jede
Kette ist nur so stark, wie ihr schnellstes Glied. Aber zumindest drei von diesen fünf Gliedern wollen wir jetzt mit diesem Projekt stärken. Im Bereich des Notrufes haben wir zwei Anwendungen, die wir uns anschauen. Wir schauen uns den Bereich der Spracherkennung und der Übersetzung an. Das heißt also, wir wollen gucken, können wir fremdsprachige Notrufe empfangen? Können wir die Sprache einmal maschinenlesbar maschinenlesbar machen und können das übersetzen. Und Ulm ist ein guter Punkt dafür. Ne? Es ist eine Touristenmagnet. Wir haben das Ulmer Münster. Wir haben aber auch zwei große Verkehrsachsen, einmal in Ost-West-Richtung und einmal in Nord-Süd-Richtung. Sehr viel Schwerlastverkehr auf diesen Autobahnen. Und wenn jetzt der osteuropäische LKW-Fahrer einen Unfall melden möchte, würde das sehr wahrscheinlich in seiner Landessprache versuchen. Und es sind nicht immer Muttersprachler auf der Leitstelle. Das heißt, wir versuchen das ukrainisch dann in Deutsch zu übersetzen, sodass eine schnelle Hilfeleistung ermöglicht wird. Das sind eigentlich so Aspekte, wo man dann sagt, da ist 5G natürlich wichtig. Das heißt, ich muss in der Edge rechnen, ich muss es sehr schnell umsetzen. Erste Hilfe, nächstes Thema. Da haben wir uns überlegt, wie können wir diesen Bereich der Ersten Hilfe wirklich stärken. Gerade letzten Freitag habe ich einen Artikel gelesen, es gibt die erste dokumentierte Lebensrettung, die mit Hilfe einer Drohne stattgefunden hat. Da wurde ein Defibrillator dem Ersthelfer zugebracht, war in Schweden. Und genau so ein Anwendungsszenario überlegen wir uns jetzt auch gerade in diesem Bereich. Das heißt, wir wollen gucken, wie können wir Drohnen hochautomatisiert fliegen und wie können diese dann Erste-Hilfe-Material, nicht nur der Defi, vielleicht auch andere Sachen, an die Einsatzstelle bringen, wenn die Einsatzkräfte eventuell noch brauchen, wenn die noch im Stau stecken, wenn die Rettungsgasse nicht funktioniert, kann dann die Drohne über den Stau hinwegfliegen. Ja, und auch da sind wieder wichtig Aspekte von 5G, das Slicing. Diese Kommunikation muss absolut sicher und prior sein. Das nächste ist, es muss sehr niedrig latent sein. Wenn wir sagen, eine Sekunde bei einer Drohne bedeutet 30 Meter, kann man sich vorstellen, Latenz ist hochkritisch, muss sehr, sehr gering sein. Was mit dazu kommt, Positioning haben wir vorher erwähnt. Die Drohne braucht eine Lokalisierung im städtischen, aber auch im ländlichen Bereich. Auch wie nah ist sie an dem Anflugsort anzielt. Und auch dieses Thema Sidelink, dass ich eine Drohne auch direkt mit der Rettungskraft kommunikativ austauschen kann und zeigen kann, wie weit bin ich davon weg. Das heißt, diese Aspekte kommen da alle zu tragen von 5G, um diesen Anwendungsbereich umzusetzen. Letzter Punkt, Einsatzkräfte. Wenn Einsatzkräfte im Einsatz sind, benötigen sie eventuell selber Hilfe. Denken Sie an den Feuerwehrmann, der in der Brandwohnung plötzlich kollabiert, ja, der umfällt und seine Kumpels ihn retten müssen. Da ist es gut, wenn man weiß, wo er ist und wie es ihm eigentlich gerade geht. Das Thema Telemetrie einerseits und auf der anderen Seite auch ein Feuerwehrbeispiel, Großbrand, es treten Schadstoffe aus, man warnt die Bevölkerung und bislang macht man das einfach so, dass man Zirkel nimmt, einen Kreis drumherum zieht und sagt, in dem Bereich wird es wahrscheinlich sein, dass Schadstoffe freigesetzt werden. Dann warnt man die Bevölkerung. Das kann man vielleicht genauer machen, indem man Sensoren ausbringt und versucht, Schadstoffe zu messen. Genau, und dieses Ausbringen von vielen Sensoren, das ist das Thema Massive Machine Type Communication in 5G, aber auch alle anderen Aspekte. Wir haben die Einsatzkraft im Gebäude, dass wir die einfach lokalisieren können, dass sie untereinander kommunizieren können. Also das sind alles Aspekte, wo die technischen Features von 5G zum Tragen kommen. Wie sieht die Timeline aus? Wir schauen uns, wir haben letztes Jahr gestartet, im Dezember, ziemlich genau ein Jahr her. Wir haben das letzte Jahr dazu verwendet, die Spezifikationen herunterzuschreiben, also nochmal zu detaillieren, die Sachen, die wir uns im Vorfeld überlegt haben, nochmal mit Einsatzkräften rückzukoppeln und zu schauen, stimmt das eigentlich so, was wir uns gedacht haben. Wir steigen jetzt dieses Jahr in eine Iterationsphase ein, das heißt also, die Lösungen werden Schritt für Schritt in kleineren Zyklen entwickelt. Das wird jetzt dieses und nächstes Jahr passieren. Wir haben für dieses Jahr eine Fachkonferenz geplant, um die ersten Lösungsansätze auch mit der Fachwelt zu diskutieren. Also auch da bereits eine herzliche Einladung. Wir wissen so nicht genau, wann es ist, aber die Einladung kommt bestimmt. Also gehen Sie auch da auf unsere Homepage 5g-rettungsbürger.de, schauen Sie sich die Sachen an. Wir wollen es demonstrieren. Wir wollen gucken, dass diese Lösungen, die wir entwickeln, dass die auch in der Praxis funktionieren. Wir wollen das auch zeigen. Wir wollen das mit der Bevölkerung rückkoppeln. Das soll dann im nächsten Jahr dann stattfinden, wahrscheinlich im Herbst. Auch da bereits jetzt die herzliche Einladung dazu. Und der Projektabschluss ist dann im Dezember geplant. Und
Genau. Genau. Und wir die Kontaktdaten, wie Sie uns erreichen, die werden wir am Ende verraten. Das heißt, ganz wichtig zuhören bis zum Ende. Das war jetzt der Cliffhanger. Ja. Genau. Gut, kommen wir noch mal ein bisschen detailliert in das Projekt hinein. Aufbereitung des Kontextes. Also das, was ich gerade eben gesagt habe, wir wollen am Anfang schauen, oder wir haben am Anfang geschaut, wie sieht es eigentlich aus, was brauchen die Leute. Da haben wir uns die Prozesse angeschaut, wir haben uns Architekturmodelle angeschaut, wir haben Ziele definiert für die Entwicklungspartner, aber auch wir haben uns Innovationshemmnisse angeschaut. Also warum kommt eine gute Idee in der Praxis nicht an? Und da wollen wir schauen, oder das schauen wir, welche Hemmnisse da entstehen, und die wollen wir auch im Projekt versuchen zu überbrücken. Komme ich aber später nochmal drauf zu sprechen. Wir haben das gemacht, wir haben uns ganz klassisch hingesetzt, wissenschaftlich. Wir haben uns an den Schreibtisch gesetzt und haben geschaut, was gibt es denn da draußen in der Welt? Desk Research. Haben viele Publikationen gelesen, wir sind dann ins Feld gegangen, haben mit Experten gesprochen, haben Fokusgruppeninterviews geführt und haben auch Workshops durchgeführt. Und das Ganze ist jetzt in der Spezifikation geendet. Und auch da wird es wahrscheinlich die eine oder andere Veröffentlichung noch dazu geben, aber für projektintern haben wir das jetzt in Spezifikationen geschrieben. Kommen noch ein bisschen detailliert auf die Sachen zu sprechen, aber Notruf. Ich hatte vorher gesagt, wir hatten zwei Sachen. Wir haben einmal das Thema Videostreaming, Skype oder FaceTime oder wie auch immer diese ganzen Videoübertragungstechnologien heißen, kennt eigentlich jeder. Das funktioniert auch relativ gut. Das funktioniert eigentlich sehr gut. Die Frage ist, wie kann das im Notruf eingesetzt werden? Es gibt bereits Anwendungen, die das Videobild in die Leitstelle bringt, aber die Frage ist, wie kann ich das netzseitig dann absichern? Kann denn der Jugendliche, der gerade kein Datenvolumen mehr hat, kann der dann trotzdem noch ein Video, ein Notrufvideo absetzen? Ja. Und das wollen wir innerhalb dieses Projektes suchen, dass wir gucken, wir müssen es priorisieren. Was vorhin gesagt, Standardisierung? Genau, wir werden in der Standardisierung sind diese Themen schon eingebracht worden. Was da, glaube ich, auch wichtig ist zu sagen, ist, was wir standardisiert haben und was wir hier teilweise zeigen, ist noch lange nicht, dass es auch wirklich im Markt verfügbar ist. Das heißt, ein wichtiger Aspekt, den wir immer noch erwähnen müssen, fragen Sie danach nach diesen Features, weil Standardisierung heißt nicht gleich Implementierung. Das heißt wirklich, was wir heute vorstellen, muss auch nachgefragt werden von den Einsatzkräften, von den Organisationen. Und gerade jetzt bei dem Notruf waren es halt wieder die Aspekte, kann ich wirklich dieses Edge rechnen? Das heißt, im Netz müssen spezielle Installationen sein, um sowas auch gewährleisten zu können. Genau. Und natürlich auch Spezifikationen im Bereich halt der Sachen, die man nicht sieht. Genau. Der Henner. Ne? Ja. Genau. Sprachtranskription, da bin ich eigentlich ganz stolz drauf, dass es ein Partner eigentlich schon geschafft hat, einen ersten Prototypen zu zeigen. Also da funktioniert es nicht so, wie wir uns das gedacht haben mit der Edge, sondern er nutzt die Cloud. Aber letztendlich funktioniert das schon recht gut. Das heißt, die Idee dahinter ist es, den Notruf aufzunehmen und anhand der Landeskennung zum Beispiel zu sehen, wo kommt denn derjenige her, und die Sprache automatisch zu erkennen und das Ganze dann den Leitstellendisponenten zu präsentieren. In welcher Form, das wissen wir noch gar nicht. Also ob das jetzt eine simultane Übersetzung ist, wie man es aus dem Fernsehen kennt, oder ob es ein Untertitel ist, das wissen wir noch nicht, aber das wollen wir uns in diesem Arbeitspaket haben. Das ist ein schönes Forschungsprojekt. Wenn wir vorne schon wissen, was hinten rauskommt, das ist nicht so spannend. Das ist wunderbar. Das ist wunderbar. Genau, kommen wir zum nächsten Thema. Erste Hilfe. Meine Frau hat schon gesagt, Drohnen ist der Zukunftsmarkt. Wir wollen uns das grob anschauen. Auch da geht es vor allem eher um das Organisatorische. Also wie funktioniert dieser Drohnenflug denn eigentlich tatsächlich? Welche Regularien muss ich da einhalten? Unterer Luftraum, oberer Luftraum. Darf ich durch Flugverbotszonen durchfliegen mit einer Blaulichtdrohne? Ja, geht das? Wie funktioniert das mit der Luftsicherung etc. pp. Das sind Sachen, die wir uns da anschauen wollen. Aber auch die organisatorischen Prozesse innerhalb der Leitstelle. Weil ich als Leitstellendisponent wollte das nicht, dass ich jetzt so eine Drohne dann auch noch fliegen müsste, als der Drohnenpilot. Für mich muss es so sein, wie immer, Doppelklick drauf, alarmieren und dann fliegt dieses Ding los und ich kriege irgendwann eine Rückmeldung, dass sie jetzt da ist. Also ich maximal den Endanflug überwachen. Also das mehr sollte ein Leitstellendisponent nicht tun. Und da wollen wir untersuchen, wie das funktioniert, wie das diese ganze Hintergrundberechnung auch dann funktioniert. Also das ist eine ganze Menge, die da die Kollegen machen in German Drones. Das müssen wir uns anschauen. Mobile Sensorknoten. Du hast vorher gesagt, was eine Million, genau. Das ist viel. Das ist wirklich viel. Also bekommt man ein paar Sensoren von uns dazu? Ja, auf jeden Fall. Genau. Die Überlegung ist, tatsächlich hier zu schauen,
Sensoren auszubringen, und zwar nicht im Vorhinein, sondern mobil auszubringen, wenn ein Schadensereignis eingetreten ist. Wir haben uns da drei Sachen jetzt mal überlegt. Einerseits Wasserstandssensoren, es gibt nicht jeder Fluss ist gepegelt. Das heißt also, wenn ich gucken will, Starkregenereignis, nimmt es zu oder nimmt es ab, muss ich vielleicht im Unterlauf des Flusses noch ein bisschen was tun oder nicht, oder nimmt es ab. Also um Lageeinschätzung zu machen, wäre eine Pegelung vielleicht gar nicht so schlecht. Ne? Zweitens das Brandereignis, was ich vorher schon gesagt hatte, die Gassensorik. Aber, und Ulm ist ein gutes Beispiel, es gibt hier einmal im Jahr ein großes Ereignis, wo die Innenstadt wirklich brechend voll ist, das Nahbader, großes Volksfest in Ulm, und die Ulmer Innenstadt ist sehr, sehr eng. Ja. Altstadt, wirklich schöne Altstadt. Da wollen wir gucken, dass es da nicht zur Überfüllung kommt, wir können Personenstromsensoren nutzen oder Füllgrad messen. Ahrtal sind wir bei dem letzten Vortrag nochmal gefragt worden, was denn unsere Lösung da bringen könnte. Ja, Wasserstandssensorik, aber das Problem ist auch, wir sind auf dem Netz angewiesen, aber auch da gibt es was. Genau, ist jetzt nicht Teil des Projektes, aber arbeiten wir zum Beispiel mit VWS dran, das sind NTN, Non-Terrestrial Networks. Das heißt, ich muss nicht immer auf die bodengebundenen Stationen zurückgreifen, sondern es gibt Stationen in der Luft, satellitengestützt, das ist ein Thema, aber auch alles andere, was ich fliegen lassen kann. Du hast auch so schon gesagt, die Drohne, da kann ich natürlich auch eine Basisstation dranhängen. Und damit bin ich vom Bodennetz unabhängig und kann natürlich auch in solchen Situationen ein Mobilfunknetz aufrechterhalten. Telemetrie in dem Kettenglied Einsatzkräfte. Ich hatte vorher schon gesagt, der Feuerwehrmann, der verunfallt in der Brandwohnung, der hat ein massives Problem, der muss da raus. Und es gibt leider sehr traurige Beispiele, wo Feuerwehreinsatzkräfte verstorben sind, weil man sie nicht gefunden hat. Deswegen, wir wollen gucken, ob wir eine infrastrukturlose Lokalisierung von Einsatzkräften hinbekommen mit Hilfe der 5G-Technologie, sodass die Einsatzkräfte dann schneller gefunden werden können. Einerseits und andererseits dann über Telemetrie, über die Datenübertragung aus dem vom Körper des Feuerwehrmanns auch zu schauen, wie geht es dem eigentlich? Muss ich den vielleicht vorher sogar schon austauschen, bevor er umkippt? Oder wenn es dann zu einem Fall gekommen ist, wie geht es dem eigentlich? Muss ich noch schneller machen oder kann ich da, sehe ich dann, dass es ihm vielleicht auch nicht gar nicht so schlimm? Da ist auch wieder das Thema die Zeitschiene, die ich vorher erwähnt habe bei 5G. Das heißt, jetzt ist noch nicht alles verfügbar. Gerade das Thema Positioning hat einen sehr guten Entwicklungspfad. Es ist schon sehr viel festgelegt innerhalb der 5G-Weiterentwicklung mit den einzelnen Releases. Aber auch da werden wir eventuell im Rahmen des Projektes Überbrückungstechnologien einsetzen müssen, damit wir zumindest schon zeigen zum Projektende, auch wenn vielleicht 5G es noch nicht kann. Aber das sagt auch wieder, fordern Sie es ein, weil wir wissen von der Entwicklung her, es geht. Die Technologie kann es leisten, aber es muss auch gefordert werden. Gute Überleitung. Implementierungspfade. Ich hatte vorher schon mal gesagt, nicht jede gute Idee kommt auch in der Praxis an. Und die Frage ist, warum ist das so? Das wollen wir in diesem Projekt auch mit untersuchen und welche Möglichkeiten es gibt, dieses Tal des Todes, das hier auf der Folie auch zu sehen ist, zu überbrücken. Das ist für manche Technologien sehr, 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 sehr groß, für manche nicht. Und die Frage ist, oftmals gibt es so eine kleine Hängebrücke am Ende des Tales, die muss man aber erstmal finden. Und wie kann man die bauen? Oder gibt es die überhaupt? Und das ist das, was wir untersuchen wollen und schauen, wie können das denn funktionieren. Genau. Und vielleicht soll es auch diesmal nicht nur eine Hängebrücke geben, wo ein paar Bretter dazwischen fehlen, sondern vielleicht kriegen wir auch eine schöne Stahlbrücke hin, vielleicht eine schöne Bogenbrücke. Das ist so unser Ziel. Deswegen ist es auch wirklich unser Anliegen und deshalb gibt es auch ein eigenes AP dafür, dass man wirklich schaut, wo sind die Hindernisse, wie kann ich sie überbrücken. Sind es technische Themen, sind es Geldthemen, die fehlen, braucht man weitere Förderung, um solche Projekte umzusetzen? Genau, das betrachten wir auch sehr genau im Rahmen des Rettungsbereichs. Und das ist gerade im Bereich der Blaulichtorganisation sehr, sehr viele. Also sehr, sehr viele tolle Ideen, die aus der Sicherheitsforschung kommen, scheitern oftmals leider am Geld. Und also die Ideen sind da, das fand ich immer faszinierend. Also die Innovation oder Gedanken für die Innovation ist nie eigentlich das Hindernis. Und das ist eher, wie setze ich es dann um? Tatsächlich, ja. Und auch das wollen wir untersuchen in dem Arbeitspaket. Ne? Also, was sind die Gründe und wie groß? Demonstration, hatte ich vorher schon mal gesagt, Ende 2023. Dieses Arbeitspaket bereitet diese Demonstrationsveranstaltung vor. Herzliche Einladung. Vorbeizukommen und sich das anzuschauen. Wir wollen das mit der Bevölkerung zusammen machen. Wir wollen das mit Einsatzkräften zusammen machen. Wir wollen zeigen, dass diese Lösung, die wir hier entwickeln, dass die auch funktionieren. Wird in Ulm stattfinden, das ist relativ sicher. Genaues Datum weiß ich jetzt noch nicht.
Genau. Und was uns da natürlich ganz, ganz wichtig ist, und das sieht man auf der nächsten Folie auch, ist, dass wir wirklich das Projekt evaluieren. Und für das Projekt evaluieren brauchen wir auch Ihr Feedback. Wir werden uns das ganze Thema natürlich technisch anschauen. Wir werden es uns vom Prozess anschauen, aber auch von den gesellschaftlichen Auswirkungen. Und das soll nicht zu akademisch werden. Natürlich sind Akademiker dabei, wir selber sind auch ein Part davon. Aber es ist wichtig, dass die Praxis mit dabei ist, dass das Feedback kommt, dass beigetragen wird, dass wir wirklich das Projekt sehr nah an der Anwendung und sehr nah an der Umsetzung machen, damit das Thema Innovationshemmnis, wir wollen eben das möglichst gering halten. Das heißt, die Projektevaluierung ist ein großer Part und der nächste Part ist, dass wir wirklich die Stakeholder sehr gut einbinden. Das sind auf der einen Seite natürlich die Blaulichtorganisationen, die Anwender des ganzen Themas, das sieht man auch auf der nächsten Folie. Es ist aber auch die Gesellschaft, es sind die Bürger. Man weiß, 5G wird teilweise kontrovers diskutiert, das heißt, es ist auch wichtig, die Bürger mit einzubinden, damit man sieht, das ist der große Vorteil von 5G. Es ist eine Technologie, die viel, viel bringt, neben dem, dass ich auf dem Handy vielleicht einen Film schneller anschauen kann. Das heißt, dieses permanente Feedback ist da, auch wenn, wir haben vorher das Konsortium gesehen, das ist schon sehr großes im Projekt, aber wir freuen uns immer auf Feedback auch von Organisationen, die beitragen. Das heißt, da ist auch keine Schranke irgendwo da, sondern wir freuen uns auf dieses Feedback, um einfach das Projekt möglichst gut zum Ergebnis zu bringen. Und dieses Feedback, natürlich kann man jetzt auf uns zwei zukommen, aber es gibt ein eigenes Projektbüro. Das Projektbüro ist in Ulm angesiedelt, das muss ich mir die kleine Reklame für Ulm machen. Ulm ist eine wunderschöne Stadt mit dem größten Kirchturm, also man muss einmal hier gewesen sein. Und unser Projektbüro ist auch sehr nah am Ulmer Münster. Das ist der Herr Wiedemann, er ist telefonisch erreichbar, er ist per E-Mail erreichbar, das heißt, kommen Sie auf uns zu. Und man sieht unten auch noch, das ist ganz wichtig, die Internetseite, sie wird tagtäglich vielleicht nicht, aber wöchentlich besser und größer. Das heißt, wir zeigen immer mehr die Projektfortschritte, wir zeigen die einzelnen Anwendungen. Also nutzen Sie die drei Kanäle, rufen Sie an, kommen Sie vorbei oder nutzen Sie einfach die Internetseiten. Das ist unser Anliegen, damit wir auch wirklich mit dem Projekt ganz nah an der Anwendung und am Bürger sind. Genau. Und der Herr Wiedemann, der freut sich auf Ihnen. Auf jeden Fall. Bin ich mir ziemlich sicher. Und damit sind wir am Ende vom Vortrag. Karin, danke. Danke, Patrick.